Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen bei So Long Dark. Ja, gestern haben wir noch hopp hopp schnell schnell gemacht und haben dadurch, oder ich habe dadurch natürlich dann statt ablegen Essen gedrückt und habe rohes Wollfleisch gegessen. Und da haben wir die Quintessenz davon, Lebensmittelvergiftung. Darmparasiten 75%. Ich habe schon versucht, Medikamente zu nehmen, gestern noch in größeren Mengen, aber alles ohne Wirkung. Das ist natürlich besonders toll. So, jetzt gucken wir mal. Also, uns geht es eigentlich ganz gut. Wir sind auch satt, weil wir ja gut gegessen haben. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben 28,5 Kilo. Jetzt müssen wir einmal eben gucken, was hier der Status quo ist. So. Lampe können wir ruhig auffüllen. Das schadet nicht. Naja. Aber wir haben noch mehr. Wir haben noch. Da geht noch was. So, was ist hier mit? Da ist noch die Forschung drauf. Da ist auch noch die Forschung drauf. Okay. Können wir also noch lesen. Gewehr ist voll, Munition kann also hier bleiben. Na, dann gehen wir mal hier hin. Machen wir hier mal auf. Machen wir auf hier. So, dann können wir die drei Schuss hier lassen. Was haben wir noch zu essen dabei? Ein bisschen was. Ein bisschen was. Kein Tee mehr. Hiervon brauchen wir auch einen. Müssen wir unbedingt mitnehmen. Man weiß nie, ne, was kommt. Ach ja, ich habe mich so geärgert gestern darüber. Unglaublich. Wirklich unglaublich habe ich mich darüber geärgert. Wie kann man nur so blöd sein? Weißt du, so hopp, hopp, hopp. Ach ja, noch eben schnell das machen. Und schwupp, hast du immer hier, wenn du sowas hast. Ne, also das sieht man ja. Ach, geht jetzt nicht, weil der Schrank auf ist. Naja, mal doch immer. So, was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas über? Hier, da ist was über. Das sind unsere Schuhe, die haben noch 41. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Wir sind ja total zerfetzt. Ach, das war der Wolf in der Höhle, ne? Ajoher. Ja, dann lassen wir mal schnell hier Leder, zack. Stoff haben wir gar nicht. Wir brauchen Stoff. Ach, da weiß ich ja, was wir hier machen. Wir müssen erstmal Stoff suchen. Unbedingt müssen wir Stoff suchen. Wir müssen unsere Klamotten reparieren. Eine ganz wichtige Angelegenheit hier. Ist auch noch früh, oder? Naja, nicht wirklich, aber egal. So, wo finde ich hier Stoff? Ich muss Stoff haben. An dem Fenster ist schon mal kein Stoff. Die kann man, na, das sind Betten. Die kann man nicht zerlegen. Ah, hier muss ja irgendwo Stoff sein. Irgendwo müssen wir hier Stoff finden. Ach komm, du bist gar nicht müde. Ah, ein bisschen da, Halbzeit. Du musst deine Klamotten reparieren, das ist wichtig. So. Ja, Teufel auch. Ich brauch Stoff, ich suche Stoff. Ja, da muss ich mich nicht wundern, was haben wir denn hier? 10 Grad. Naja, das geht ja noch. Aber wo finde ich denn hier Stoff? Hier sind doch keine Kissen oder irgendwie Decken oder irgendwie sowas. Hier vielleicht irgendwo. Hier vielleicht irgendwo. Komm schon. Ich will Stoff, du willst es doch auch. Ja, nicht einfetzen. Das ist nicht gut. Mann, 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 Mann. Muss ich oben die alten Klamotten zerlegen, wa? Sonst kriege ich wohl keinen Stoff hier. Hier ist nichts. Ich habe hier aber auch in dem Ding hier noch nie Stoff gesucht. Also von daher. Ne, hier ist kein Stoff. Ah, drüben. Ach, ich weiß, wo Stoff ist.
Hier drüben in den anderen Häusern ist Stoff. Jede Menge. Genau. Haben wir hier eine Hocke. Gell? Besser ist das. Einmal in die Hocke. Besser ist das. Da. Ist was zu sehen hier irgendwo? Irgendwas? Nö. Okay. Na dann. Hier in die Röhre müssen wir nochmal reingucken. Hier ist auch manchmal was drin. Da. Da in diese. Jene. Da. Da, da, da. Was sag ich? Da ist nichts. Aber hier. Patronen waren hier drin. Patronen. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Patronen. Für den Schießepeng. Und hier war auch irgendwo. War altes Holz. Naja. Was machen wir, ne? Haben wir hier noch mehr altes Holz. Jawohl. Man muss nur gucken hier. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Just so, hier war noch was. Irgendwann aber leer. Naja, aber immerhin, ne? Immerhin, komm. Immerhin haben wir was, ne? Immerhin haben wir was. So, und hier gehen wir jetzt rein. Hier muss Stoff sein. Und dann müssen wir erstmal unsere Klamotten wieder fliegen. Ja, das ist ja fast alles kaputt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist ja total den Bach runtergegangen. Alter Schlafsack. Stoff 6-mal. Jawohl. Das ist genau das, was wir suchen. Kissen. War ich schon bei 71%. Echt jetzt? Wie jetzt? Bist du müde auf einmal? Jetzt wird hier aber erst noch hier gedingst. Hast du wohl nie alle, wa? Dann sagt er einfach, ich bin müde und das war dann für ihn. Du musst was ablegen. Ja, ja, du bist nur am Meckern. Immer nur am Meckern, der Opa. Ich muss was ablegen, ist schwer. Bin doch kein Lastenesel. Immer nur am Meckern. 8 Grad. Uff. Ja, wenn ich jetzt schlafe, dann kann ich nichts mehr reparieren. Dann kann ich besser jetzt reparieren und dann schlafen, oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das so. Na, dann lass uns mal gucken. Was haben wir denn hier? Die Handschuhe müssen auf jeden Fall repariert werden. Ich hätte ja noch das Reparierbuch lesen können. Ja, ja, weil du alles nicht reinstopfst, doof. Selbst schuld. Wie kann man rohes Fleisch essen, echt, ey. Und dann auch noch Wolffleisch. Oh, das muss auf jeden Fall repariert werden. Das wertvoll. Das findet man nicht so schnell. Und gleich ist dunkel. Gleich sagt er, oh, ich kann nicht mehr reparieren. Tut mir leid. Gute Nacht. 85%. Die Mütze muss repariert werden. Du kannst im Dunkeln nichts reparieren. Ich weiß. So. Dann essen, trinken, schlafen. Ist alles noch voll. Dann nur trinken. 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 So. Haben wir getrinkt. Jetzt schlafen wir. Mal gucken, wie die morgen früh geht. Nicht, dass er tot ist. Nicht, dass er daran stirbt. Das hat nämlich nicht gewirkt, das Zeug, was ich da zu mir genommen habe. Geheilt, Lebensmittelvergiftung. Ist sie weg? Ist sie weg? Ist sie weg? Ja, aber die Darmparasiten habe ich noch. Meide den Verzehr von Raubtierfleisch. Okay. Ja, das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Nur noch 44% Zustand. Aber das macht ja nichts. Der Tag ist jung. Ein bisschen Hunger. Ein bisschen Durst. Wir können erstmal ein bisschen lesen. Ah, wir müssen mal ein bisschen Zeit rumbringen. Guck mal hier. Das ist ja genau das. Lesen wir erstmal das. Ich glaube, da haben wir weniger. Ah, 2 Stunden. Bitteschön.
schwupp, durchgelesen. Jetzt lesen wir das noch. Auch nochmal 2 Stunden. Das lesen wir heute komplett durch. So. Fliegen lernt man da. Da kann es hinterher gut viel fliegen. So, das hauen wir uns jetzt erstmal rein. Das hauen wir uns auch rein. Und dann lesen wir den Rest vom Buch. Eigentlich müssten wir ja irgendwie raus, ne? Wenn wir hier drin lesen und uns aufhalten, ist ja die Gefahr sehr, sehr, sehr groß für einen Lagerkoller. Aber man wollte es machen, ne? So. Und was hat uns das gebracht? Schauen wir doch mal. Flicken auf 2. Guck mal, sind wir schon ein ganz schönes Stück weiter. Bogen schießen? Ach, weil ich die Spitzen gemacht habe. Die Pfeilspitzen. Guck mal, das bringt schon direkt Guthaben. Hi, Loco. Guten Abend, guten Morgen, wie auch immer du es haben möchtest. Schön, dass du da bist. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, wo ich noch hastig schnell kaputtes Fleisch gegessen habe. Ich Blödmann. Ja, ja. So ist das. Ja, mach das. Lehn dich zurück und genieß die Show. Oder? Ach so, was passt. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Mal gucken, wer uns hier unterhält. Ah, so, 91%. Jawohl. Ja, hast du gestern noch mitgekriegt. Okay. Ja, das war echt blöd. Ne? Ich war hopp, hopp, schnell, schnell. Die Frau steht gleich auf. Ach komm, das schläge ich noch eben ab hier. Und schon habe ich den, statt ablegen, habe ich Essen gedrückt. Ja, ich habe die Vergiftung überlebt. Jetzt habe ich kein Nähzeug mehr. Das ist ja jetzt nicht ganz so gut. Ja, kaputt. Ich weiß nicht, ob ich noch eins habe. Sonst muss ich mir eins bauen. Aber ich habe noch keinen Darm. Keinen getrockneten Darm. Ach, mein, nur Ärger hier mit der Weiber. Ich meine, mit der Opa. Ja, ich habe hier, wie gesagt, die Lebensmittelvergiftung ist weg. Ja, und jetzt bin ich nach dem Schlafen nur noch 52%. Aber die Lebensmittelvergiftung ist weg und ich muss jetzt, ach, guck mal, weg. Keine Leiden mehr. Keine Leiden mehr. Das ist so irre, ne? Wenn du gebratenes Wolffleisch isst, ein Kilo, dann kriegst du 1-2% auf Lebensmittelvergiftung, also Chance auf Lebensmittelvergiftung. Und wenn du dasselbe als rohes Wolffleisch isst, kriegst du 75%. Das ist so krass, ne? Na, wir haben Glück gehabt. Keine Leiden mehr, alles weg. Hurra, hurra. Hab schon gedacht. Hab schon gedacht, das nimmt ein böses Ende hier jetzt, aber ne. Ja, nach dem Schlafen war ich auf 44% und jetzt habe ich Bücher gelesen und so und habe mich wieder erholt ein bisschen. So. Jetzt nehme ich das alles hier mit. Jetzt gehe ich nämlich hier Fleisch braten. Jetzt kann ich eh nichts anderes machen. Und aufpassen, wo ich hinklicke. Verdammt. So, alles, habe ich alles. Schön. Ja, ja. Ja, gut. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo aus dem Tier rausgeholt habe, in der freien Wildbahn, meistens nehme ich es dann mit zum Kochen. Ne? Was haben wir denn hier? 40%, 28%, also hier, das ist als erstes fertig. Da, vielleicht habe ich ja noch ein Nähzeug. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja mal nicht. Nö, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier, bitteschön. Mülleimer. Tschüss. So. So, was haben wir hier noch? Das kann ich jetzt noch lesen. Schon mal. Meine Bücher.
Zeug hält dich auf, du bist auch einer. Ach klar, überlebe ich. Alles klar, Loco. Leg dich hin, mach's gut. Ja, danke dir auch. So, jetzt Konzentration bitte. Fleisch. Da, so. Ablegen. Nicht essen, ablegen. So. Ein paar habe ich mit dem Kochtopf, glaube ich. So ganz weg. So, wo ist mein Kochtopf? Da. So. Dann machen wir Feuer. Machen wir ein Feuer. Das nicht, das können wir verbrennen, ja. So. Was habe ich denn hier überhaupt noch an Holz? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich bin ja wieder voll durchorganisiert, ich sehe schon. Super. Super duper. Naja. Ich habe ja vorhin noch Altholz gesammelt, also für ein bisschen Holz habe ich erstmal. So. Na, guck mal, 6 Stück. 2, 3, 4. Da haben wir schon mal 2 Stunden. Da können wir schon mal anfangen. So. Schimmeliges Wolfs, das garen wir jetzt erstmal. Und das andere garen wir auch. So, das braucht jetzt, wie lange? Stunde 9 Minuten und das braucht... Ach guck mal, das war nur so ein Rest. 17 Minuten. So. Dann nehmen wir das nächste. Pack is getting kind of heavy. 55 Minuten, das ist super. Achso, ich wollte mal gucken, ob wir hier noch ein Holz haben in der Zeit. Hier haben wir noch so altes Holz. Und hier haben wir noch Zedern. Too heavy. Ja, too heavy, too heavy. Du bist doch ein Weichei, echt, ey. Du bist, in meinen Augen bist du too heavy. So, komm hier, hau rein da. So, jetzt haben wir hier noch 42 Minuten. Okay. Das ist, mit dieser Tastenkombination ist das nicht so einfach. Wenn das nämlich, wenn ich hier drauf gehe und mache so, dann steht da auf Space Zeit bis zum Garpunkt warten. Wenn das aber fertig ist, dann steht auf Space Essen. Und das ist ganz schön... Ganz schön doof. Gell? So. Fertig. Hopp, hopp. Wie ist es? Jetzt ist das fertig. Jetzt steht auf Space Essen. Da muss man höllisch passen. Und dann auch noch auf. Also, das ist fertig. Ne, das ist roh. Das ist gegart. Hier steht gegart. Wieso steht denn da roh? Hm. Garen. Legen wir das mal ab. Ja. Ablegen. Wupp. So. Wie sehen wir eigentlich aus? Oh, essen können wir bald. Da können wir das Reh, was hier drin ist, können wir drin essen. Das passt. Und passt sowieso. Zack. So. Machen wir da noch das Dreh rein. 45 Minuten. Das Wolf noch 13 Minuten. Dann können wir hier schon mal wieder Holz reinkloppen. Aber wir könnten auch Kohle reinmachen, ne? So. Da kommt auch richtig Temperatur dann. Zustande.
Ach, das ist wieder nur so ein Reststück, okay. 13 Minuten. Jawohl. Und weiter geht's. 31 Minuten, 15 Minuten. Oh, da haben wir noch. So, jetzt werden wir da mal 2 Liter Wasser kochen, damit wir das auch haben. Das brauchen wir nämlich auch. Nur Fleisch allein macht auch nicht glücklich. Jawohl. Und hopp. 1 Stunde 9. Ja. Ja. Wie lange dauert denn hier so eine Klopperei? 39 Minuten. Dann machen wir das dann mal. Danke. Danke fürs Holz. Sehr nett. Sehr freundlich. So, jetzt muss das noch eine Stunde. Da können wir schon mal reinkloppen wieder. Ach, hau die Kohle rein hier. Komm. Kohle findet eh genug. So, haben wir 2 Stunden. Hier haben wir noch 20 Minuten. Das beschleunigen wir mal. Dann haben wir noch 3 Stücke hier. Mein lieber Mann, da ist eine ganze Menge. Dann können wir ja eigentlich schon mal was essen, ne? Das ist ja fertig hier, oder? Jupp. Gegart. Schimmelig. Super. Lecker. Rein damit. So, jetzt müssen wir noch Wasser trinken. Ja, wird Zeit, dass wir Wasser kochen. Hi, Lemmy. Na, alles gut bei dir? Ja, dann ist gut. Ich habe gesehen, du hast Daisy gemacht. Fleisch kochen. 1:39. Ah, das ist Feierabend. Du hast heute Sieg gespielt. Das ist ja keine Arbeit. Oder würdest du das als Arbeit empfinden? Ja, ist doch kein Problem. Du musst mich nicht immer hosten. Ach Gott. Mein Lieber. Alles gut. Weißer, Leben geht weiter. Wieder ohne Host. So, mein Gott, haben wir viel Fleisch. Ach, eine Stimme. Du musst nicht so auf deine Stimmen hören. Was haben die dir schon alles erzählt, was dann hinterher doch nicht so war? Mir kannst du glauben. Wie oft stand sie schon irgendwo und die haben gesagt, nimm mich, nimm mich. Und dann hast du gemacht und dann war schon war scheiße. Mhm. 30 Minuten, 14 Minuten. Ah, das passt ja wunderbar. Na mir, zack. Fertig. Wo ist mein kleiner Pott? Da. So, nochmal ein Wässerchen, ein halbes Liter. So, jetzt haben wir hier noch 14 Minuten. Hier haben wir noch eine halbe Stunde. Da hauen wir noch einen Stock rein oder 2. Ich mach 2. Lass mal krachen. Jep, fertig. Den nehmen wir gleich wieder mit. Jep. 19 Minuten. Super. Wasser. Fertig. 3 Minuten. Mein Gott, das hat ja gepasst. So. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen die Taschen leer machen. Ich glaube, wir haben leicht Übergewicht. Und wir sind schon wieder ein bisschen müde. Aber was soll's.
Das muss. So. So. Also das kann man essen, das ist okay, das bleibt hier. Wie voll? Was ist das denn? Nicht jetzt? Okay. Dann machen wir uns einen Essenschrank. Ich sehe schon. Wir brauchen einen Essenschrank. So. Dann machen wir noch 1,5 Liter Wasser rein. So. Schon gar nicht mal so schlecht. Ach, eigentlich könnten wir ein so ein Stück mehr mitnehmen. Was haben wir denn da? Und hier so kleine, die nehmen wir mal mit. Die kann man doch mal essen zwischendurch. Und ein bisschen dran rumlutschen am Wolf. Kann man doch mal machen. 47%. Ach echt, ey. Da sind wir aber noch weit weg von. Von Nähzeug. Ich brauche Nähzeug. So. Ja, wir sind nur müde. Eigentlich so gegessen haben wir, getrunken haben wir. Uns geht's bombig. Wir müssen nur schlafen. Dann machen wir das doch. So, in der Zeit kann ich einen Schluck Kaffee trinken. Ja, da sind wir wieder 100%. Bisschen Hunger, bisschen Durst. Alles gut. Dann würde ich sagen, müssen wir uns auf den Weg machen. Wir müssen irgendwo Nähzeug finden, damit wir unsere Klamotten nähen können. Jetzt habe ich geguckt, ja doch, ist schon Tag hell. Wunderbar. So, dann essen wir. Wir essen am besten essen wir was. Wir essen hier den kaputten Wolf. Das bringt uns 2%. Das ist uninteressant, das ist nicht viel. Da leiden, Risiko eines Darmbefalls. Aber das ist, wie gesagt, Pillepalle 2-3%. Das haben wir im Laufe des Tages wieder weg, 4%. Na gut. Das kriegen wir im Laufe des Tages einfach wieder weg. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Schritte. So weit, so gut. Gehen wir mal durchs Bergwerk. Da waren wir, glaube ich, hier noch nicht. In dem Spielstand. Knarre. Danke. So. Was sagt denn das Wetter? Minus 15 Grad. Ist ja super. Sommerliche 15 Grad. Was will man mehr? So. Der Wolf hier, der dürfte eigentlich noch nicht wieder da sein. Den haben wir ja gestern oder so erst gekillt. Der sollte eigentlich nicht da sein. Aber ich wollte das Messer nochmal gewetzt haben. Naja. War schon ganz schön abgewetzt, das Messer. 70% oder was hat das nur noch? Was haben wir hier noch? Nix, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Alles klar, Limi, mach's gut. Gute Nacht, schlaf gut. Hier waren wir, hier ist nix, alles gut. So, ich weiß gar nicht, ob wir durch das Bergwerk, ob ich meine, wir waren noch nicht im Bergwerk. Wir gehen einfach mal durch, dann sehen wir es ja. Mal die Knarre weg, hier ist eh nichts. Ich würde ja jetzt noch zum Auto gehen da hinten, aber das ist ziemlich weit mit den Klamotten hier, die wir hier haben. Dann nehme ich einen Stock und der sagt, ich weiß nicht, ob ich so viel tragen kann hier. Das ist vielleicht ein Weichei, der Opa. Unglaublich. Die Jenny, die sagt da kein Wort. Die nimmt sich noch zwei Baumstämme auf den Rücken und sagt, so, wo gehen wir lang? Aber der Opa, der... noch ein Stückchen. Oh Gott. Mein Gehwegelchen hält das nicht aus.
So einer ist das. Ach, ich wollte die Lampe noch voll machen. Das wäre eine gute Idee gewesen hier drin. Mal so unter uns. Getrocknetes Leder. Da fällt mir ein, ich wollte die Schuhe reparieren. Das. Ach nee, ich habe ja kein Nähzeug. Oh. Yeah. Danke, Loco. Ein Loco-Host. Also hier ist noch Kohle drin, aber hier am Regal, weiß ich nicht. Komm, wir nehmen noch hier noch Kohle mit. Da wird er gleich wieder meckern. Oh, alles so schwer. Aber macht ja nichts. Dann können wir wenigstens neue spawnen. Die können wir ja am Ausgang liegen lassen. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Die lassen wir einfach am Ausgang liegen, die Kohle. Da liegt sie gut. Dann kann neue spawnen. Und wenn wir nochmal zum Schiff müssen, um Messer oder irgendwas herzustellen, dann... Oh, Schmerzmittel. Waren wir hier doch nicht? Streichhölzer. Dann weiß ich wenigstens, dass da Kohle liegt, dass ich die da hingelegt habe. Das ist dann sehr praktisch. Drunter ist nichts. Ich liege schon wieder hier auf dem Boden. Oh, Stoff. Super. Und nochmal Kohle. Jawohl. Kohle, 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 Kohle. Wir waren auch noch nicht im Dingens, ne? Noch gar nicht, nicht waren wir im Dingens. Im Leuchtturm. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir auch noch mal gucken. Da könnte auch noch was sein. Vor allen Dingen Nisset. Ein bisschen Glück ist sowas da. Kohle, 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 Kohle. Nicht ausmachen. Du sollst da hingehen. So. Meckert gar nicht mehr. Kann kaum noch laufen. So schwer ist das, was ich hier mache. Aber er meckert nicht mehr. Oh, 35 Kilo hat er schon. Aber leichte 35 Kilo. Nicht schwere. 35 leichte Kilo. Und hier noch. Hier waren wir noch nicht. Ganz klarer Fall, hier waren wir noch nicht. Und Altmetall und Lampenöl. Hey, da brauchen wir gar kein Lampenöl mehr holen. Den Tisch lassen mag. Gib mir mal ein Nähset. Das wäre doch mal was. Irgendwas fehlt immer. Bei dem anderen Spielstand fehlt mir wie bekloppt eine Lampe. Ich habe noch keine Lampe da gesehen, gefunden. Auf dem anderen Spielstand bei der Jenny. Dafür habe ich 10 Nähsets. Und 28 Liter Petroleum habe ich auch schon. Aber keine Lampe. Lampe kriegst du nicht. So, ja, dann lasse ich die Kohle mal hier bis auf 2 Stück. Dann kann ich, dann weiß ich, wo die ist. Gell? Wo bist du? Dann weiß ich, wo die ist. Da ist sie. Ablegen. Alles ablegen. So, 2 nehmen wir wieder mit. 2 Stückchen Kohle ist immer gut. So. Lampe weg. Ach, Lampe können wir mal eben auffüllen. Wenn wir schon mal so dabei sind. Da, guck mal. Auffüllen. Dann ist er doch gleich wieder weg, was wir gefunden haben. Und ist gleich in der Lampe, wie ich nichts mehr. Sehr schön. So, wo kommen wir raus? Ach, Metallschrott. Das wollte ich eigentlich auch hier drin liegen gelassen haben. Von mir, da frisst er kein Brot, da lege ich hier hin. Ach nee, nee, das nehme ich mit. Da kann ich mir Haken machen. Zum Angeln, Angeln-Hakens. Dann nehme ich da nämlich Angelschnur dran, also sprich Darm.
Und dann ist das auch Nähzeug. Ja, ja. So machen wir das. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Stöcke haben wir eigentlich genug. Mal gucken, wo wir hier sind. Wie kalt ist es? Minus 8 Grad. Na guck. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ich glaube, hier waren wir nämlich auch noch nicht hier oben, ne? Da sollten wir auch noch mal hin. Und vielleicht hängt ja und liegt hier noch was rum, was man sammeln kann. So Bartflechten und so. Das übliche Zeug halt. Da hängt schon eine Bartflechte. Ich sehe schon eine. Ah. Oh. 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 Kommt mal mit. Ihr werdet wunderschöne Bögen. Hier war doch gerade ein Kaninchen, ne? Ich habe keinen Stein, verdammt. Ich will ja keine Kugel opfern für ein Kaninchen. Das wäre ja doof. Ein Stein wäre schön. Liegt hier kein Stein rum? Ich sollte mir ein, zwei Steine in meine Tasche stecken. Für Kaninchen jagen. Ah, guck mal hier, was man hier alles findet. Was man hier nicht so alles findet. Guck mal, da ist ein Reh. Ach, geh. Da ist ein Reh. Hier ist kein Stein. Verdammt, wieso ist denn hier kein Stein, ey? Echt nicht. Ah, nächstes Mal, wenn ich Steine sehe, nehme ich sofort zwei mit. Aber dafür ist nochmal Bartflechte. Jetzt habe ich die auch noch gesehen, diese. Man muss nur ein bisschen rumrennen hier. Dann wird das schon. Da liegt auch ein Stein, oder? Komm. Komm, 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 komm. Du bist ein Stein. Ach, das ist doch, wo ich den Ast abgesägt habe. Toll. Menno. Ich weiß doch, dass hier oben Kaninchen sind. Wieso nehme ich mir denn keine Steine mit? Der Opa spielt wieder komisch. Und den Weg, den er hier geht, der ist auch sehr komisch. Ah, ne. Hier ist er wieder richtig. Na, guck. Da bin ich ja mal gespannt, weil wir hier so finden. Da haben wir immer noch 4%. Gut. Das macht nichts. So nach und nach immer mal ein Stück Wolf, das geht. Man darf nur nicht übertreiben. Natürlich kann das auch mal nach hinten losgehen, auch mit 4%, aber... So. Katis abgelegene Hecke. Abgelegte Hecke. Ecke. Kati wieder, du. Hat sie wieder einen abgelegt hier. Hier ist gar nichts. Im normalen Spielstand findet man hier immer einen Bogen. Immer. Aber nicht, wenn man Interloper spielt, so wie ich jetzt. Dann natürlich nicht. Dann findet man Zedernholz. Was ja auch nicht schlecht ist. Und wenn man ganz viel Glück hat, findet man vielleicht ein Nähset. Nein, natürlich nicht. Das war ja auch dumm von mir zu glauben. Was sagt denn die Temperatur? Minus 6 Grad. Hm. Ach, ich würde dich ja gern mitnehmen, mein kleiner Freund. Minus 6 Grad ist eigentlich auch kein großes Ding. Zunder? Haben wir keinen Zunder? Was sind wir denn für eine? Wieso haben wir denn keinen Zunder mehr? Was ist denn hier los? Na wirklich. Da. Jetzt haben wir aber Zunder. Dann kann
wir denn hier noch zum Anmachen? Ne, das nicht. Das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das kann man verbrennen. Das haben wir schon gelesen. So, dann machen wir da ein bisschen Holz rein. Dass wir ein bisschen unser Dingens auffangen, unsere Minusgrade. Und dann wetzen wir das Messer und holen da alles raus, was wir brauchen. In der Zeit trinke ich noch ein Schluck Kaffee und esse Bonbon. So. Was haben wir denn da? Da kommen wir noch ein. 1,40, das muss reichen. Und von der Temperatur her müsste das auch schon. Ach, gefühlt 7 Grad. Ey, das ist warm geworden hier. Das waren Plus-Temperaturen hier. Naja, egal. 1,4 Kilo. Und das, und das. Und 2 Stunden 14 mit der Säge. 1,51. Minuten, 14 Minuten, ja, dann machen wir das doch mit der Säge. Dann macht das Sinn. So. Dann machen wir hier noch das. Eine Stunde, 40 Minuten, eine Stunde, also das mit dem Messer. 65%, ich glaube, ich kann mir noch, bevor ich gehe, noch ein Messer machen. Bevor ich mich hier verdünnisiere. Eins habe ich schon fast total runtergewirtschaftet. Egal. So, was sagst du? Noch 9 Minuten. Das hat ja super geklappt. Das hat ja super geklappt. Wunderprächtig. Genau wie im Beat ist. Man soll Feuer ruhig einfach brennen lassen im Wald. Einfach gehen. Ist alles gut. Genauso wollen das die Förster auch haben. Haben sie auch gesagt. Um Feuer braucht man sich nicht weiter kümmern. Das macht die Natur von alleine. Einfach abhauen, alles gut. Umdrehen gehen. Hat auch die Feuerwehr gesagt. Soll man ruhig machen. Feuerwehren haben ja auch nicht mehr so viel zu tun, ne? Und die werden ja auch, die kriegen ja Fördergelder nach Einsätzen. Das heißt, wenn die keine Einsätzen mehr haben, dann gibt es keine schönen neuen Autos mehr. Und deswegen sagen die neuerdings, nee, nee, ihr könnt ruhig gehen einfach. Wir können auch die Kippen einfach wegwerfen im Wald. Alles gut. Ihr könnt mir ruhig glauben. Hier ist aber nicht so gut. Ich hatte aber schon bessere Wege hier runter. Als den hier. Ja, der ist noch weniger gut. Der ist sogar richtig, richtig schlecht. Ich glaube, hier ist kein Auto mehr, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich gehe mal gucken. Guck mal, wir haben 4 Grad, ey. Mein Gott. Sommerliche 4 Grad. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Vielleicht liegt da noch irgendwo einer, ein Toter. Eine lebende Leiche oder so. Nee, gar nichts ist hier. Hier sind auch keine Krähen. Hier kräht nichts. Wir gucken hier nochmal. Aber wir haben den Ort entdeckt. Also wenn man spielt, ich will 100% alle Orte entdecken, dann muss sie hier hinlaufen. Dann muss sie hier hinlaufen. Deswegen laufen wir jetzt auch hier hin. So. Weil wir dieses nehmen. Dafür spielen das jetzt so. Bis auf Widerruf. Also das ist schnell widerrufen, aber... Oh naja, hier ist da so ein Stein da. Nee, ist kein Stein. Manu, ich will Steine. 2 Steine will ich mitnehmen. Da. Für meine gezielte Hasenjagd.
Dann mache ich mir ein paar wunderschöne Handschuhe aus. Das sieht auch sehr verdächtig hier aus, ne? Irgendwie. Aber hier ist nichts. Aber ein Stein. Was wiegt denn so ein Stein? Ich nehme mal drei. Obwohl, so wie ich werf, die hauen sowieso ab. Aber ist immer gut, wenn ich drei Steine noch habe, dann werde ich nicht zu leicht. Nicht, dass ich abheb. Ne? Plötzlich lege ich irgendwas ab, auf einmal verliere ich den Halt, den Kontakt zum Boden, weil ich zu leicht bin. Wieder zu viel Gase eingeatmet. Und dann ist das immer gut, wenn man noch zwei, drei Steine in der Tasche hat. Dann kann das nicht passieren. Ich glaube, an dem Auto war ich auch noch nicht, oder? Gehen wir doch mal hin. Lass uns doch mal einen Blick schauen. Aber hinten ist schon mal nichts. Das ist schon mal gut. Glück gehabt. Im Handschuhfach ist sowieso nichts. Na, was sag ich? War so klar. Ach, ich habe hier den ganzen Weg noch, ne? Ich habe gar nichts mitgenommen. Ich wollte ja ganz schnell zur Riten. Ich habe hier alles liegen lassen. Die ganzen Bartflechten und die ganzen Pilze und ach, was da noch so alles rumhängt und liegt. So. Ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal zum Leuchtturm kommen hier. Jetzt ist wieder kein Hase, ne? Na klar. Wo liegen die eigentlich? Auf zwei, ne? Ja. Da liegen die Steine. Ja, dann. So. Ja, dann gucken wir mal hier. Der Wolf, der uns hier immer... Ach, am Leuchtturm immer so seine Runde läuft. Ach so, das ist der Eingang zum Bergwerk. Wollte gerade sagen, was ist denn das für ein umgekippter Baum? Das ist der Eingang zum Bergwerk. Da kommt noch ein Auto auf der Seite hier links irgendwo. Na, schauen wir mal. Ob hier noch irgendwas ist. Oh, da steht ein Reh. Aber das lebt. Ein lebendes Reh bedeutet boah, über 7 Kilo Fleisch. Wo sollen die alle hin tun? Ich will ja noch das Ding so looten hier. Das Leuchtturm, wie die Deutschen sagen. Das Leuchtturm. Ne? Immer schön grammatikalisch, immer schön drauf achten. Ne, dass man auch den richtigen Fall wählt, ne? Also den Einfall oder Selbstgefälligkeit. Da ist ein Auto. Und hier ist dann auch schon ein Wolfgebiet, wenn das Auto hier schon steht. Komm schon. Oh, Wolf, da ist er. Lass uns in die Hocke gehen und gucken, was er macht. Der ist hinterm Auto, hast du ihn gesehen? Gleich kommt er und sagt mir gute Nacht. Ach ey, das sind auch wieder 7 Kilo. Wenn du kommst, ne? Dann bist du ein toter Wolf. Ich frage mich sowieso, ob ich den nicht überschieß. Der lauert mir sowieso auf, der Idiot. Naja, jetzt geht er erstmal wieder weg. Das war eine gute Gelegenheit. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Plötzlich stelle ich das mal in Frage. Plötzlich denke ich, ich hätte ihn lieber schießen sollen. Hätte wieder einen Mantel gehabt, einen halben, einen Drittel. Und ich muss meinen Kopfhörer mal ganz aussetzen hier. Damit ich den höre, wenn er von irgendwo angezapst kommt. Oh, Essen.
Mit einer geladenen Gewehr so im Auto. Das ist auch ein sehr vertrauenswürdiger Mitfahrer. Auf jeden Fall. Dem kannst du auch blind vertrauen. Na was? Mann, Nisset. Ich brauche Nisset. Und mach das nicht so laut. Der Wolf hört das doch. Meinst du, der ist taub? Oder was? Gleich kommt er wieder über den Hügel. Jetzt bist du auf einmal hungrig. Jetzt, wo es hier spannend wird, da fängst du an mit, oh, einmal hungrig. Lass uns erstmal ein paar Snickers rausholen und rumrascheln. Und ein paar Crackers. Ein bisschen füllen in den Magen, ne, damit der Wolf was zu essen hat. So ein blöd Opa, ey. Der hat Ideen, ey. Mann, 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 Mann. Gefüllter Opa mit Crackers. Wir können ja Wolffleisch essen. Da bist du gefüllter Opa mit Wolf und der Wolf frisst alles. Den Opa und den Wolf und alles. Ach, ich spiele im Fenster. Das ist nicht ganz so günstig. Da ist das alles ein bisschen kleiner. Ich stehe mal auf, ne? Nur mal so. Für die Optik. Zum Gucken. Ich sehe nichts. Könnte ich denn spurten zur Not hier? Ach, der hört mich doch. Gleich kommt er angeschlichen. Gleich kommt er angeschlichen. Wo geht's denn hier genau nochmal rein? Toll, Opa. Selbst das weiß er nicht. Hier muss er rein irgendwo. Muss das sein? Hier ist der Weg. Hier ist der Weg. Dieser Weg wird ein leichter sein. Oder so. Sehen nicht, ne? Das ist, ich würde ihn viel lieber sehen. Das wäre mir viel lieber. Da ist er nicht. Oder? Nö. Was ist denn jetzt hier? Sturm auf einmal, oder was? Ist ja super. Opa, wie wär denn mit Rennen? Einfach mal rennen. Guck mal, hier schon die erste Brücke. Ich glaube, wenn du da drüber bist, hast du schon fast Ruhe. Aha, aha. So, jetzt können wir mal gucken hier. Ne, sehe nichts. Minus 3 Grad, ist gar nicht kalt. Das ist nur windig. Ich glaube, Gewehr brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das Gewehr brauchen wir nicht mehr. So, mein lieber Leuchtturm. Was ist denn das hier für ein Wind, wo die Fahne nicht betroffen wird? Was ist denn das hier? Für eine unrealistische Kacke. Hallo? Total der Wind. Wachst du? Hängst hier ab. Ist der Typ hier wenigstens? Nö. Naja, dann gehen wir mal rein. So, dann schauen wir mal. Oh, guck mal, einen alten Laptop.
Oh, guck mal, ein altes Bild. Schön. Vom Bauernhaus. Haha, vom idyllischen Tal, vom Bauernhaus, ein Bild. Sehr schön. Na, was haben wir denn hier? Holz, Holz. Wir kommen eh nicht wieder hier hin. Da können wir auch hier clearen. So. Das ist nämlich eine Stelle hier, die ist zwar ganz nett, aber die Wahlverarbeitungsstation ist mir deutlich lieber. Da ist zwar auch ein Wolf, aber da ist alles viel großflächiger. Da habe ich nicht so einen schmalen Steg, wo ich hinlaufen muss. Schon wieder Tabletten. Oh. Ja, dann use das doch. Wenn du das unbedingt usen willst, dann use das doch. Oh, alte Handschuhe. Was ist denn hier mit Neset? Nein. Not gonna be able to carry this load for much longer. Mein Gott, ey. Ach komm hier. Wir haben ja. Ich weiß was. Ich habe eine gute Idee hier. Kannst ablegen. Guck mal, bin ich nicht großzügig? So, jetzt geht's weiter. Ich bin voll der großzügige Typ. Stoff ist gut. Ah, Neset. Neset, ja, Hauptgewinn. Juhu. Da können wir ja gleich schon wieder Klamotten nähen. Das ist ja praktisch. Und ein Buch. This gear is starting to slow me down. Nächstes Mal spiele ich wieder einen weiblichen Charakter. Echt, ey. Der ist nur am Meckern. Oh, die Wildnisküche. Das ist auch geil. Und Tee. Jawohl. Hä? Der dritte. Und, ach, Notfallspritze hier. Ist ja richtig, richtig gutes Zeug hier. Oh, was haben wir denn hier für ein Bild? Ach, das ist hier am Dingens. Der Aussichtspunkt am, ja. Genau, Jackpot. Das ist der Aussichtspunkt hier am Silberteich da, am Silberfischsee da. Ach, wie heißt denn das? Ich vergesse immer wieder Teich. Und Holz, ja, Holz wollten wir sowieso mitnehmen. Da freut der Opa sich beim Tragen. Dummes, nutzloses Holz, was überall rumliegt, da war auch noch schlimm. Und noch hier Werkzeug. Und noch ein Buch. Gleich ist vorbei mit Rennen. Da rennt nichts mehr. Gewehrputzzeug. Komm. Zwischengucken so ein bisschen. Nö. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Nix, gar nichts oder überhaupt gar nichts. So, dann gucken wir oben noch mal. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal einen. Was ist denn hier los? Minus 5 Grad, naja. Gib mich das Holzstreichhölzer, jawohl. Das macht Sinn. Und eine Pantrone. Und nix. Oh, lass uns einmal gucken. Sieht gut aus. Ich glaube, wir sollten ein bisschen hier bleiben. Das ist genau das richtige Wetter, um seine Jacke zusammenzunähen. Wieder. So, mal unter uns jetzt. Du siehst eh nicht viel. Können wir wieder reingehen. Ist eh nur kalt. So. Genau. So, dann gehen wir mal hier tiefer, 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 tiefer.
Hier hat nur geguckt, hier. So. Sehr schön. So, was, wie geht es uns denn? Essen könnten wir ein bisschen was. Dann machen wir das doch mal. Was haben wir denn Schönes? Das roh, das nicht essen. Bitte. Ach, guck mal hier, die alten Salzcracker, die können wir weg. Und dann hauen wir uns das auch gleich rein hier. Alles, was gelb ist, ist alles so altes Kramszeug, weg damit. Hier die Dose Fisch, die passt da auch noch wunderbar hinten drauf. Sehr lecker. So. Wunderprächtig. So, jetzt können wir Klamotten nähen. So, aber hier, da. Die Schuhe wollten wir machen. Obwohl, das ist das erste wahrscheinlich, was wir austauschen, wenn wir uns erstmal die Rehlederschuhe gemacht haben. Aber naja, 91%. Ja, hat ja geklappt. Wunderbar. Den müssen wir reparieren. Ganz wichtig. Na komm, gleich sagt er wieder, ich hier dunkel, ich kann nichts reparieren. Oh Gott, ey. 69%, da würde ich ja gerne nochmal reparieren. Und die Hose muss auch ganz, ganz dringend repariert werden. Aber ist so dunkel. Naja, wenn wir uns jetzt hinlegen, ist auch nicht viel los. Lesen kann ich auch nicht. Ah, was kann ich jetzt machen? Eigentlich kann ich nicht viel machen. Kann ich hier so ein paar Haken machen? Nee. Da brauche ich Dingens für. Da brauche ich einen Tisch für. Verdammt ärgerlich. Hab keinen Tisch. Also schlafen wir. Was soll's? Dann schlafen wir eben. Schlafen eh keine 10 Stunden. Egal. Ich trinke wieder einen Schluck Kaffee. Dafür ist die Zeit immer gut. Naja. 100% haben wir wieder. Wir sind immer noch bei 4%. Oh, einfach mal 2 Stunden warten. Warten. Lass uns mal warten im Garten. Vielleicht können wir dann schon wieder nähen. Gucken, vielleicht sagt er ja, komm, ist okay, nee, ruhig. Wäre ja schön. Nee. Na komm. Mae. Dann schlafen noch eine Stunde. Aber dann. Noch eine Stunde Heier machen, aber jetzt können wir aber nähen. So. Reparier. Jawohl. Sehr schön. Ich hätte ja erst das Buch lesen können, aber ich mache da nochmal. Die ist zu wertvoll, die Hose. Die ist sehr, sehr selten. 100%, das ist okay. So, dann machen wir die Jacke nochmal. Reparieren wir auch. Da kannst du sagen, ey. Das ist genau wie mit den Ohrschützern. Wenn die auf 100% sind und der killt die, dann sind die so bei 15-16%. Ich bin jetzt bei 85. Das heißt, wenn der Wolf die kriegt, sind die bei 0. Dann sind die kaputt. Und dann sage ich, scheiß auf die 15% nur, aber ich repariere die trotzdem. Dass die bei 100 sind. Dann bin ich relativ sicher, dass ich einen Angriff damit überlebe. Genau das machen auch die Mützen. Die Handschuhe sind okay, das ist auch okay. 83%, ja, das sieht ja schon wieder ganz gut aus. Das sieht ja schon wieder ganz gut aus. Okay.
Nächstes ist jetzt bei 65%. Was wollte ich jetzt hier gucken? Wie viel Stoff ich noch habe, ne? Ich habe gar keinen Stoff mehr. Ich habe alles aufgebraucht. Genau. Aber macht ja nichts. An der Walfangstation sind ja die großen Wagen. Da ist ja genug Stoff drin. So, dann würde ich sagen, essen wir was, trinken wir was. Nehmen unser Kram von hier unten wieder. Ja, eine alte Zeitung ganz behalten. Die will keiner. Da habe ich reingeguckt. Okay. Da habe ich auch reingeguckt. Möbel zerdeppern brauchen wir nicht. Das können wir machen, wenn es mal, ne? Kritisch ist. Essen, trinken müssen wir. So, hier, komm hier. Altes Hundefleisch, weg damit. Lecker. So, dann trinken wir hier noch so eine alte Fanta, so eine 27%. So, dann haben wir schon wieder ein paar von den Dosen. Kann man schon wieder zwei ablegen. Falls wir doch irgendwann mal wiederkommen, haben wir da eine Dose wenigstens. So. 14%, naja, immerhin. Hat sich doch schon mal gelohnt. Die Trocknerei, hier war nichts mehr drunter, ne? Ne, okay. So, in der Hocke, Gewehr in Anschlag und dann gucken wir mal. Kann ich spurten? Na, in der Hocke sowieso nicht. Nein, ich kann nicht spurten. Das ist gut. Gut zu wissen. So. Eigentlich müsste ich auf der anderen Seite runtergehen, ne? Aber hier ist gefahrloser. Hier ist viel gefährlicher runterzugehen. Oh. Hallo, ihr lieben Hagebutten. Kommt zu mir. Lasst uns einen Tee zusammen machen. Nicht gut, nicht gut. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, das machen wir nicht. Ich sehe den noch nicht, ne? Den doofen Wolf. Naja. Da, dicker heilt. Darmparasitenbefall geheilt. Das heißt, wir können wieder ein Stück Wolf essen. Wenn wir Hunger haben. Ich sehe ihn noch nicht, ne? Schauen wir mal. Eigentlich müssten wir ja mal unten am Strand lang gehen. Vielleicht finden wir noch einen alten Fisch oder sowas. Gell? Oder da auf der Insel irgendwie noch ein Reh oder irgendwie so. Kann man immer gut gebrauchen. Das ist Fleisch, das ist Leder, das sind Därme. Da kann man viel draus machen. So, hier, 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 so, hier, so. Hier ist nicht so. Wo bist denn du? Ich höre dich. Da oben. Da ist er. So. Ruhe ist. Mein Freund, du bist für mich keine Bedrohung mehr.
Ja, jetzt hier nicht die Füße brechen. Haben wir schon wieder einen Arsch voll Fleisch zu braten. So, mein Freund. Schön, dass du da bist. Was sagt denn das Wetter? Minus 2 Grad. 5 Kilo. Eine Stunde. Boah. War es am schnellsten. Eine Stunde 41. 2 Stunden 11. Ach komm. Ich hoffe mal, dass das Wasser nicht kippt so schnell. Das haben wir doch gut hingekriegt. Alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Und wir haben 0 Grad. Na guck. Und keine Leiden. Mein Gott. Uns geht so gut. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Ich glaube, hier waren noch 2 Boote, ne? Wo man nochmal reingucken kann. Ich hoffe, hier ist nicht noch ein Wolf. Ich meine, hier wären irgendwo noch 2 Ruderboote gewesen. Manchmal ist es halt einfach besser. Dann killst du den und dann hast du Ruhe. Da sind die Boote. Dann weißt du wenigstens, der ist tot. Dann brauchst du nicht auf jede Ecke gucken und aufpassen und und so, dann... So, dann hast du ihn und gut ist. Und den Pelz kannst du sowieso immer gebrauchen. So. Wie bitte? Junge, 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 Junge. Opa, der Killer. Noch Fragen? Ich kann kaum noch laufen. Den sollte ich eigentlich liegen lassen. Den sollte ich echt liegen lassen. Wie weit wiege ich denn im Augenblick? 48 Kilo. Boah. Den sollte ich später holen. Ich weiß nicht, ob ich da noch laufen kann, wenn ich den jetzt auch noch mitnehme. Hat sich übrigens nicht gelohnt. Jetzt nur für den Wolf natürlich, aber sonst hat sich das nicht gelohnt. Hier ist nichts. Für den Wolf hat sich das volle Pulle gelohnt. Mein Gott, wenn ich umziehe, dann muss ich 3-mal laufen, um die ganzen Pelze mitzunehmen und alles. Aber der hat nur 3,8 Kilo, das ist ja nix. Dann. Ich muss erst die Temperatur gucken. 1 Grad. Ja dann. Auf geht's, Burm. Her damit. Zerlegen. 2 Stunden. Weg damit. Oh, das wird kalt. Oh, das ist kalt geworden. Mal so eben. Ja. Okay. Dann wird's Zeit, dass wir nochmal in den Leuchtturm kommen. Eieieiei. Dann wird's Zeit, dass wir nochmal in den Leuchtturm kommen. Eifer, Bitch. Da siehst du, das kann natürlich schnell, und wenn du jetzt noch ein Reh ausnimmst, deswegen ist das immer gefährlich, am Stück auszunehmen. Wenn du ein Reh ausnimmst und am Stück, wenn du Pech hast, stirbst du dabei, ne? So kalt kann das werden. Naja. Hat ja alles gut geklappt. 77% noch, ups.
Das war jetzt auch so ein kleiner Trick. Siehst du, wie langsam man läuft? Wenn man einmal kurz in der Hocke geht und wieder aufsteht, läuft man gleich schneller, wenn man überladen ist. Das ist ein Bug, den haben sie nie rausgemacht. Nicht, dass ich den ausnutzen würde, aber ich nutze den natürlich aus. Mensch, naja, habe ich viel Fleisch zu laden, zu gebraten wieder. So, na komm schon. Ach, und dann wäre ich auf jetzt hier. So. Diesmal aufpassen. Ablegen, bitte. Nicht essen, ablegen. Puh. So, hier können wir wieder unsere Felle hinlegen. Da hätte ich die auch liegen lassen können, ne? Verdammt. Das wusste ja keiner, dass ich hier noch mal eben schnell zwei Wölfe mache. So. Wir haben immer noch 41 Kilo. Obwohl wir den ganzen Rotz schon abgelegt haben. Das ist ja super. So, das ist ja schön. Das sagt die Tageszeit. Es ist noch hell. Wir müssen essen, trinken. Guck mal, auf 72 sind wir runter. Essen, trinken, das ist ja auch ein Klacks. Da kriegen wir auch hin. 1,7 Liter noch. Komm hier, hau dir mal hier das Kilo Fleisch rein. So, dann trinken wir noch. Wenn wir nächstes Mal kochen, wir haben so viel Fleisch, dann müssen wir den ganzen Tee noch kochen. Ich glaube, wir haben ein Kochbuch gefunden, ne? Das sollten wir mal lesen. Das sollten wir mal lesen. Dann gehen wir nämlich drüber über den Kochlevel 2. Lass uns mal 3 Stunden lesen. Ach, das kriegen wir sogar ganz gelesen, glaube ich. Jetzt ist wieder... Ja, jetzt ist... Komm, lies durch, lies zu Ende. Jawohl. Sehr schön. Damit sind wir jetzt hier auf... Ne, wir sind noch gar nicht auf 2, noch 3. Verdammt, ich habe gedacht, wir wären schon auf 3 jetzt. Was haben wir denn hier überhaupt flicken? Reparaturzeit ist verringert, die Chancen sind erhöht. Kadaver zerlegen, kommen wir auch schon ziemlich gut vorwärts. Feuer machen, naja. Aber ich habe gedacht, unser Kochlevel würde jetzt hochgehen. Das ist ja sehr bedauerlich. Wir sind nicht wirklich müde, aber egal. Wir gehen trotzdem schlafen. So, unsere berühmten 10 Stunden. Hopp, hopp. Ja, ich bin voll der Killer. Unglaublich. Nochmal 3 Stunden warten. Jetzt muss ich noch mal einen Bogen machen. Aber ich hätte das Holz das Holz hätte ich rauspacken können. Das hätte mitgetrocknet. Ich blöd. Hab ich wieder vergessen, ey. Das war ja doof. Da, die beiden. Die ich mit rauslegen können. Echt jetzt. Das muss ich erst kochen. Das wird noch nichts.
Und hier trinkt so eine komische Fanta. Da ist schon mal ein bisschen geholfen. So, dann schlafen wir noch eine Stunde. Und dann schnappen wir uns das ganze Zeug und dann gehen wir wieder zurück. Obwohl, die Fälle werden wir hier sowieso nicht bearbeiten. Die nehme ich mit. Das heißt, wir können also das Klamottenzeug jetzt aufladen. Und dann gehen wir von hier aus zu dem Durchgang zum, zur Schnellstraße und können da schon mal das erste ablegen, dann kann er da weiter trocknen. Das mache ich auch. Das ist eine gute Idee. Wird schlagartig als gute Idee akzeptiert. Dann kann er da nämlich liegen, dann brauche ich das nämlich gar nicht hin und her schleppen. Und die Wölfe sind weg. Da können wir ganz gefahrlos. Ja, ich weiß, dass das schwer ist. Mir muss es nicht sagen, ich habe es geschossen. So. Minus 12 Grad. Naja, super. Aber 100%, ja. Na, guck. Dann legen wir da nämlich schon mal die ganzen Fälle ab. Dann sind die schon mal um halben Weg. Was soll ich die jetzt zur Wahlverarbeitungsstation schleppen und hinterher wieder zurückschleppen? Das ist ja total blödsinnig. Na, gehen wir jetzt zum Bergwerk. Da lege ich die hin, auch die Stöcke. Dann können die da gemütlich weiter trocknen vor sich hin. Und wir sind ein bisschen draußen, das ist wichtig. Sonst gibt es nämlich noch Lagerkoller. Guck mal, wie gemütlich man hierher laufen kann ohne Wölfe. Ich hoffe nicht, dass hier noch ein dritter ist. Das wäre schlecht. Zwei reichen mir. Mehr brauchen wir nicht. Und dann können wir ja auch schon mal hier noch die ganzen Bartflechten und das unterwegs sammeln. Auch schon mitnehmen. Können wir auch alles da hinlegen. Brauchen wir alles hier nicht mehr. Hier, wenn ich hier überhaupt noch irgendwas mache, ist das vielleicht noch mal ein Messer schmieden und ein Beil, dass ich ein drittes habe. Weil das besser ist jetzt schon. Das ist unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Das Messer ist jetzt schon auf 57% runter. Das ist verdammt schnell gegangen. Da mache ich mir doch gerne noch ein drittes. Bevor ich da zack, zack wieder zurücklaufen muss, was dann total bescheuert wäre. Ja, du hast eine weitere Nacht überlebt, kann man so sagen. Und du hast dich gut geschlagen. Eiskalt Nerven gehabt. Vor allen Dingen beim zweiten Wolf. Hast du sehr cool gemacht. Wenn man bedenkt, dass ich im Fenster spiele und nicht im Vollbild. In so einer 1380er Auflösung. Dafür war das echt gut. Weil es ist ja schon wieder kalt. Das hört sich schon wieder so an. Nö, noch nicht. Kommt noch. Da müssen wir mal echt gucken, dass wir da schon mal einen Teil hinlegen. Das müssen sowieso zwei, dreimal laufen. Ich sehe jetzt schon. Bis wir unseren Umzug endgültig fertig haben. Gut, dass ich schon mal ein bisschen Kohle wieder gesammelt habe. Da kann man sich wieder in Ruhe ein Messer machen und noch so ein, ihr wisst schon, so ein Dings da. So, hier geht's rinne. Nee, gar nicht. Hier geht's nicht rinne. Ein weiter. Ich bin gegen das Schild gerannt, aua.
Ja. Der Metzger hat mir gesagt, in der Frikandel wäre kein Wolf. Er hat gesagt, da wäre Pferd drin. Obwohl da Rind dran stand. Vor was habe ich mich denn jetzt hier wieder erschreckt? Vor ein umliegendes Schild. Ah, okay. Verstehe. Ah, ich bin schon wieder versucht, Stöcke zu sammeln. Ne? Das ist bei dem Spiel ganz schlimm. Da bin ich sowas von ein Stocksammler. So, jetzt mal gucken hier ein bisschen, dass wir hier unseren Kram noch sehen und mitnehmen. Dass wir dann in der Tanke uns schön Tees kochen können und den ganzen Quatsch da. Ich glaube, ich werde auch das rohe Fleisch hier lassen. Auch das werde ich gar nicht mitnehmen. Das lege ich einfach hier hin. Muss ich mal gucken. Da drehe ich mich vielleicht mit. Den Wolf könnte ich hier im Schnee liegen lassen, zur Not. Wolf habe ich noch in der Walfangstation. Was ist hier? Hier ist doch immer irgendein Zeug zu sammeln. Wo ist denn das? Das hat schon einer geklaut, wahrscheinlich. Toll. Da hat er gesehen, ich bin auf dem Weg zum Leuchtturm und da hat er schnell alles abgepflückt. Nee, da. Ja, man muss da ein bisschen organisiert dran gehen. Ein bisschen mitdenken. Dann kann man sich das viel leichter machen. Was? Deine Füße? Ah. Mein Ohr juckt. Ah. Unterm Kopfhörer. So, hier waren doch noch Dingens. Ach, da ist noch mehr, siehst du? Ach, da tun wir uns jetzt auch noch eben. Mein Gott, ist egal. Uns geht so gut. Na, immer noch 100%. Da können wir das auch eben holen hier. Also diese Einstellung mit diesem Karpaltunnel-Syndrom ist echt geil. Da braucht man nur einmal klicken und dann, wenn er die nicht eingestellt hat, musst du die Maus festhalten. Die linke Maustaste und warten, bis er fertig ist. Und so klickst du nur an und dann macht er das alleine. Warum soll ich es mir nicht leichter machen, wenn es geht? Gell? Jetzt wird es langsam kühl, ja. Und hier noch? Na komm schon. Ja, ich weiß. Deine Frau war noch nie so cool. Der hat doch Weif gesagt, oder? Ich meine, der hätte Weif gesagt. So, da sind wir da schon. Haben wir die Hagebutten hier noch gelassen? Oder? Ja, haben wir. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Wir waren ziemlich hastig unterwegs, als wir hier waren. Etwa ziemlich frisch. Kann ich mich erinnern.
man hier noch irgendwo hin? Geht hier noch was? Oh, hier kann man sich abseilen. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. So, dann legen wir uns hier mal das Fleisch hin. Nicht alles, aber ein Teil. Mal gucken mal. Das ist ein Kilo. Ich will ja den nicht essen. Uah. Das hat nur 120 Gramm. So. Dann haben wir hier ein bisschen Wolf, das nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier ein bisschen Reh, das nehmen wir mit. Das wird ja noch gegessen. Obwohl, hier, komm. Ich habe ja noch Wolf. Und das kann ja ruhig hier roh liegen bleiben. Selbst wenn das kaputt geht, auf 0%, geht das ja durch Kochen wieder auf 50 hoch. Das ist ja alles okay. Was ist denn hier los? Was ist denn hier ein Buch? Was ist denn hier los? Ach, ich habe schon was hier gelassen. Ich bin ja ein Fuchs. Was für ein Fuchs ich doch bin. Da ist noch ein Buch. Da ist noch ein Buch. So. Was haben wir denn hier noch? Der Mann hier. Zedernholz. Kannst du schon mal umlagern. Die Tanne kannst du umlagern. Da kannst du auch was umlagern. So. Haben wir das schon mal. Ein paar Streichhölzer kannst du auch hier lassen. Die auch. Streichhölzer muss man immer haben. That's very wichtig. Die Wassertabletten, die kannst du sowieso hier reintun. Die nehme ich eh nicht. Die will ich nicht. Die sind doof. Tabletten hier. Nummer 16 Stück. Ja, genau. Ja. Die lassen wir auch hier. Klamotten. Hier die Handschuhe lassen wir hier. Da brauchen wir alles gar nicht hin und her schleppen. Essen, das nehmen wir alles mit. Ja. Werkzeuge. Guck mal, hier hast du noch 100%. Die lassen wir auf jeden Fall hier. Und bei Wehrputzzeug lassen wir auch hier. Müssen wir nämlich mitnehmen. So, das Gewehr nehmen wir mit, den Kochpot nehmen wir mit. Die vier Schuss können wir auch schon mal hier lassen. Den blauen Koffer können wir auch hier lassen. Was haben wir hier? Das müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir. Die können wir hier lassen. Das kochen wir drüben. Die können wir auch hier lassen. Die Federn können wir auch hier lassen. Wenn wir jetzt eh noch keine Pfeile machen. Das Leder kannst du auch hier lassen. So. Sieht schon mal gut aus. Gell? Und jetzt legen wir hier noch unsere Felle hin. Lichter. Ablegen, 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 ablegen. Und euch. Ablegen, ablegen. So. Wo ist denn der zweite? Wo ist denn der zweite Wolfspelz? Ich habe doch zwei Wolfspelze gehabt. Wo ist denn der zweite? Jetzt auch nicht, den habe ich im Leuchtturm vergessen. Habe ich den einfach liegen lassen? Da muss ich ja doch nochmal zurück. Na, also so ein Pelz ist zu wichtig. Den, oder habe ich den hier reingetan? Nee. Den habe ich liegen lassen. Hey, was bin ich denn für ein Schnüssel? Unglaublich. Ja, da müssen wir zurück. Den müssen wir mitnehmen. Aber das bleibt schon mal alles hier. So, was sagt das Gewicht? 31 Kilo. Immer noch. Toll. So, jetzt... Wir laufen hier planvoll durch den Weg, durcheinander. Auf jeden Fall sind wir schon mal wieder flott unterwegs.
Das ist schon mal viel wert. So. Ja, da müssen wir noch mal eben zum Leuchtturm. Hab ich tatsächlich ein Pferd liegen lassen? Kann ja echt nicht sein, ne? Oder habe ich das nicht aus dem Wolf rausgeholt? Aber ich meine doch. Ich meine, ich hätte den Wolf komplett leer gemacht. Also wenn der jetzt nicht im Leuchtturm liegt, dann habe ich das nicht aus dem Wolf geholt. Dann ist das bestimmt schon despawned. Aber ich meine, ich hätte draus geholt. Ach, wir werden es sehen. Jedenfalls sind wir schon wieder schön flott unterwegs. Mittlerweile. Minus 4 Grad. Alles wunderbar. Warm ist uns auch wieder. So. Wir noch mal einmal hier lang. Hier so. This way. Ach, der hat ja Hunger schon wieder. Echt jetzt? Kann ja nicht sein, ey. Ich habe den Hunger schon klein gestellt. Trotzdem ist der frisst mir die Haare vom Kopf, der Typ. Die kriegst du nicht. Die müssen wir erst kochen. Ja, du kriegst ja zu trinken. Bleib ganz ruhig, Junge. Bleib ganz geschmeidig. Alles wird gut. Krähen. Die haben wir weggemacht. Okay. Hier sind Krähen. Wo ist denn hier... die Leiche, wo die Krähen für verantwortlich sind. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin hier noch nie hergelaufen. Was ist das denn für eine neue Idee? Stöckers. Na, Stöckers brauche ich gerade nicht. Das ist eine super Idee, bei hierher zu laufen. Schon wird das wieder angezweifelt. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ja. Dann gehen wir mal eben hier schnell in dieses Bergwerk. Hier haben wir ja die Kohle liegen lassen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe gedacht, hier sind Krähen, hier müsste irgendwo eine Leiche sein, aber hab nichts gesehen. Nichts Genaues weiß man nicht. So, dann kommen wir mit. Wo ist mein Kohlenkram hier? Ja, wir gehen aber jetzt noch zur Riken. Du, wir brauchen noch ein Messer und noch ein Beil. Also, dann müssen wir auch Kohle haben. Siehst du das ein? Wunderbar. Das ist sehr schön, wenn du das einsiehst. Aber erst gehen wir natürlich zum Leuchtturm. Erst gehen wir natürlich zum Leuchtturm und gucken, ob wir da ein Fell liegen lassen haben. Guck mal, jetzt können wir sogar rennen. Dupdi-dupdi-dum. Dann rennen wir. Schön bergauf. Wunderbar. Gut für die Kondition, für den Opa. Lass den alten Mann mal rennen. Da müssten wir eigentlich auch noch mal langlaufen hier, ne? Da ist bestimmt auch noch was zu holen. Und auf der anderen Seite, die Insel müssten wir auch noch haben. Wir haben noch viel zu machen, ne? Und das ist ja erst die erste Karte.
der Opa nicht stirbt, dann kann das noch ein ganz schönes Let's Play werden. Mal gucken, wie lange der so überlebt. Wie lange hat er denn schon? 16 Tage. Naja. Wenn man nicht doof spielt, dann hat er gute Chancen, richtig alt zu werden. Weil so richtig schwer sind eigentlich nur am Anfang. Danach steigen die Chancen eigentlich mit jedem Tag. Als sei denn, man spielt so wie ich, dann kann das auch schnell zu Ende gehen plötzlich. Weil man denkt, man ist ein super Typ und ein Superheld und dann auf einmal macht das ganz schnell Aua. Bin mal gespannt, wenn wir anfangen mit Pfeil und Bogen zu schießen. Das wird interessant. Au, 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 au. Das kann ich nämlich mal gar nicht. Da werde ich auch nicht auf Wölfe üben, da werde ich auf Rehe üben. Weil, wenn du einen Reh nicht triffst, haut es ab. Wenn du einen Wolf nicht triffst, dann kommt er angerannt. Da ist mir ein Reh deutlich lieber. So, jetzt aber. Hopp, gib mir mein Fell. Da liegt es. Unglaublich, ja. Unglaublich. Hab ich das da liegen lassen. Einfach so, mir nichts, dir was. Achso, ich könnte ja jetzt mal hier runter gehen, ne? Ist ja eh nichts gerade. Da kann ich ja hier runter gehen. Aua, langsam, langsam. Nicht übertreiben, junger Mann. Mit den grauen Haaren. So wie beim Skiabfahrt, genau so. So machen wir das. So, dann guckt man, wie spät das ist. Minus 1 Grad, okay. Und dann geht man zurück. Dann geht man noch ein bisschen mehr an der Wasserkante. Vielleicht findet man noch einen Fisch oder irgendwie sowas. Und dann hält man die Krähen im Auge. Vielleicht findet man ja noch einen Kadaver. Da unter der Brücke, da müsste ich auch noch hin. Viel zu tun, viel zu tun. Ist hier dünnes Eis? Da ist ein Holzstück. Das lassen wir mal da liegen, das Holzstück. Das ist so wichtig nicht, habe ich gerade festgestellt. Da noch was ist? Aber ich sehe keine Krähen, oder? Doch, da sind Krähen. Da könnte ohne weiteres noch ein Hirsch liegen. Ach, ey. Der den Hals nicht voll kriegt. Oh, da stehen Hirsche. Du bist doch ein Hirsch, oder? Wir wollen keine Elki hier. Elki sind gefährlich. Aber das ist ein Hirsch. Okay. Ja, nee, nee, jetzt macht er hier nicht so ein Windkramzeug. Ich will ja hier noch einen Hirsch ausnehmen, vielleicht. Ach, echt jetzt? Da liegt er. Minus 7 Grad. Ich krieg da hier kein Feuer an mit dem Wind. Nee. Minus 3 Grad. Kilo. Ich glaube, das ist ein Fall für die Säge, oder? Hier. Gefroren ist immer ein Fall für die Säge. Ja. Und das ist ein Fall für das Messer.
Eine Stunde 10. Ach komm, ey. Oh, es wird wärmer. Da, es wird wärmer. Wie schön. Das war gut. Oh, es wird diesig. Das war weniger gut. Oh, da liegt einer. Das ist gut. Oh, der hat nichts, oder? Das ist weniger gut. Was ist denn hier mit Federn überhaupt? Wieso sind hier überhaupt gar keine Federn? Hier. Ihr komischen Leichentüten. Wieso habt ihr keine Federn hier? Oh, guck mal hier. Die nehmen wir noch mit. Da ist so richtig was für Messis hier. Die kannst du sammeln, bis der Arzt kommt. Und wenn du dann noch das Loot hochstellst, dann... Ich habe schon Umzüge gemacht, da bin ich 20 Mal den Weg gelaufen, als ich das Loot noch hochstehen hatte. Ungelogen. Oh. So ein Pech. Warte, ich brauche noch einen Stein. Ich werfen. Aufheben sollst du die. Keiner mehr zu sehen. Verdammt. Naja, ich wäre auch abgehauen an so einer Stelle. Hier nochmal drüber gucken, ob hier noch was ist. Außer der Hase. Nein, da hinten, das war, da waren wir schon. Hast du gesehen, fast hätte ich ein Kaninchen gehabt. Oh, hier ist schon dünnes Eis. Das lassen wir mal. Komm hier nicht hoch? Verdammt. Grad. Mein Gott, ist das warm. Schwitzt mich kaputt. Mist. Knapp daneben ist auch vorbei. So ein Mist. Sagen. Das ist nur ein Reh. Sei Dank. Das sind doch Rehe, oder? Das sind doch keine Elchen, ne? Ne, jetzt sind Rehe. Ja, und ab. Gott sei Dank. So. Dann bringen wir mal die Kohle hier hin. Zu Ricken. Können wir die schon mal hinlegen und das Eisen? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Messer und Beil technisch. Ah, da. Altmetall. So. Ach, Stoff brauchen wir dafür ja auch noch. Stimmt ja. Muss ich auch noch besorgen. So, hier legen wir das alte Metall wieder hin. 3 Stück haben wir. Okay. Hier haben wir noch Bücher. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Hier haben wir noch eine Kohle. Da ist auch noch ein bisschen Kohle drin. Haben wir hier 14 Kohle. Legen wir mal 12 ab. Ja, das müsste reichen, aber
Ich muss eh noch ein bisschen Altmetall besorgen, dann besorge ich auch noch ein bisschen Kohle. Aber den Anfang haben wir schon mal gemacht. Wieder hier hingelegt alles. Super duper. Dann gehen wir wieder raus. Schon sind wir wieder ein Stückchen leichter. So, jetzt gehen wir mal zu unserer Station da hinten. Und dann gucken wir mal, was wir noch so alles haben und machen. Und Stock noch müssen wir noch besorgen. Wenn wir noch mal Messer machen und Beile. Ich glaube, ich mache noch 2 Messer und ein Beil. Das sind 5 Eisen. 5? Und 6. Also 11. 11 Metallschrott brauche ich. 3 hatten wir da hingelegt. Brauchen wir noch 8. Okay. 8-mal Metallschrott. Kein Thema. Keine Probleme, Madame. Und dann gehen wir nochmal durch das Bergwerk. Dann suchen wir nochmal ein bisschen Kohle zusammen. Und dann machen wir uns das nochmal eben schnell. Aber vorher müssen wir natürlich unbedingt noch mal ein bisschen Wasser kochen und so was, dass wir da wenigstens genug von haben. Kuckuck, kein Wolf. Ich will hoffen. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass wir den geschossen haben. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen. Und wir gehen mal gleich hier rein, gleich mal Stoff besorgen. Was wir haben, haben wir. So, ein Kissen macht 2 Stoff. Danke. Haben wir hier noch was? Guck mal. Ich glaube, wir müssen wieder essen, ne? Ja, ja. Sonst isst du mir noch ein Pferd, genau. Das ist roh, jupp. Dann lassen wir das mal. Dann essen wir das. Na. Wir brauchen noch ein bisschen Stoff. Hast du noch Stoff hier irgendwo? Regale sind ja immer zu haben. Stoff brauche ich noch ein bisschen. Da. So. Das müsste eigentlich schon reichen. Wir brauchen ja nur einen Stoff, das heißt, wir brauchen 3. 3 Stoff brauchen wir. So, und jetzt können wir eigentlich schon wieder kochen und, ach ey, da schließt sich der Kreis. Aber was soll's, man kommt nicht drum rum, ne? Wenn man überleben will, muss man kochen, dann muss man essen. Oh, guck mal, wie viel wir hier noch liegen haben. Oh, das ist getrocknet. Oh, hier liegen schon 2 Wölfe. Hier liegen schon 2 Wölfe. Das Metall habe ich nicht da gelassen, weil ich ja ein Fuchs bin. Was haben wir denn da abgelegt, wenn das nicht das Metall war? Habt ihr da irgendwas in die Ecke gelegt, oder meine ich das mal? Ja, 3 Wölfe. Ach, ich wollte mir da Haken rausmachen, jetzt weiß ich es wieder. Aber wo war ich gerade gedanklich? Bei 3 Wölfen, genau. Wolfspelzmantel, 4 Wölfe. Okay, einen haben wir ja drüben liegen im Bergwerk. Das heißt, unser Wolfspelzmantel ist ja schon fast so gut wie angezogen, angefertigt. Davon brauchen wir 3 für die Hose.
Und 2 für die Stiefel. Okay. Hier ist noch das 81%. Der ist fertig. Das heißt, wir könnten uns Angelzeug machen. Unten. Du bist leer? Ja, hier mal Essen drin, ne? Genau. Den können wir mal mitnehmen. Den können wir auch noch mitnehmen. Das Wasser können wir auch mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Hier ist auch noch. Nee. Ah, hier ist nochmal Wasser. Hier ist nochmal Kaffee. Kochen, 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 kochen. Immer kochen, kochen. Immer weiter kochen. Ja, ja. Sie ist ja nicht mehr viel zu essen. Ist ja hauptsächlich Wolf, ne? Bisschen Reh noch, aber hauptsächlich Wolf. Das ist ja nichts mehr. Die Cracker noch. Hier noch ein bisschen Bohnen. Ja. Jetzt auch der Tag. Der geht zu Ende. Und du bist müde, natürlich. Aber das macht nichts. Zum Kochen muss man nicht topfit sein. Dann haben wir hier noch ein Buch. Jetzt haben wir hier gar nichts mehr an Holz und so was, ne? Was haben wir denn noch an Holz bei? 2. Das ist alles. Echt jetzt? Das ist ja auch nicht mehr so viel. Da müssen wir uns Altholz besorgen. Gell? 1:30. Warum nicht? So. Haben wir irgendeinen Befall? Nein. Das heißt, das heißt, wir können ein Stück Wolf essen. 93% frischer Wolf gegart. Na guck. Komm, hau rein. Das kannst du auch noch hinterher essen. Dann hast du wieder deine 4-5%. Aber egal, da kann ich mit leben. 4% wieder. Naja. So, das reicht aber noch lange nicht an Holz. Wir müssen noch eine Kiste zerlegen. Komm. So, jetzt haben wir genug Holz. Jetzt könnten wir kochen, aber jetzt sind wir so müde. Jetzt gehen wir erst schlafen. Weil wir einfach zu müde sind zum Kochen. So. Trinken müssen wir. So, und dann schlafen 10 Stunden, wie immer. Und? Und? Leiden haben wir immer noch? Na gut. Na gut, dann ist das halt so. Dann gehen wir jetzt kochen. Jetzt sind wir fit. 100%, alles wird gut. So. Mein Kochpott. Wo ist der Kochpott? Da. Ach, der kann erstmal drauf bleiben. Da kann ich auch Wasser mit kochen und Kaffee kochen. Das wird schon. Genau. So. Feuer machen. Feuer machen, Feuer machen. Etwas mehr Feuer geht noch. Was heißt denn come on? Das sind 95% oder sowas gewesen. Hallo? Du machst das Scheißding doch wohl an jetzt hier, oder?
Na, komm schon. Jawohl. Holz rein. So. So, dann holen wir hier mal das Reh rein. Jawohl. Garen. Und hier machen wir mal Tee. Tee haben wir gar keinen. Dann machen wir mal Tee. So. Danke. Und dann machen wir nochmal Tee. So. 30 Minuten, 12 Minuten. Und dann machen wir hier das zähe Fleisch noch. Jawohl. 15 Minuten. Das hat auch 15 Minuten. Und fertig. So. Dann bitte nochmal. 16 Minuten, oder? Das war nur ein Endstück. So, dann machen wir nochmal Tee. Tee immer gut. Sit, fertig. Und noch ein Tee. Juhu. Und das Reh ist auch fertig. Nochmal schimmeliges Reh. Und rein damit. 1 Stunde 31, okay. Ah, wir haben noch. Oh, Level Up in Kochen, jawoll. Sehr geil. 10 Minuten, 28 Minuten, noch können wir eben gucken. Was heißt das? Level 3 in Kochen. 15% Kalorien von jedem gegarten Essen mehr. Kein Kalorienverlust beim Aufschlagen von Dosen. Das heißt, wir brauchen keine Dosenöffner mehr. Und 10% verringerte Kochzeit. Na guck. Ist ja schön. 5 Minuten. So, dann machen wir noch Kaffee. Kochen, 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 kochen. Immer kochen, kochen. Und noch ein Kaffee. Ich glaube, dann haben wir alles fertig. Danach können wir Wasser kochen. 50 Minuten, okay. Dann machen wir hier noch den komischen Wolf. So, ach, wir haben noch einen Kaffee. Okay, dann machen wir den auch noch. Was haben wir noch an Wasser? 1,5 Liter. Ja, dann wird Zeit, dass wir Wasser kochen. Noch 30 Minuten, da müssen wir noch reinkloppen wieder. Wir brauchen noch einiges an Wasser. So. Was haben wir hier noch? Ein Wolf noch, ne? Mhm. Aber das ist nur so ein Endstück. 6 Minuten, echt? Und Wasser. So, das dauert 2 Stunden. Das heißt, hier muss noch Holz rein. So. Haben wir das auch. Wie sehen wir aus? 44 Grad. Wir frieren nicht. Okay. Das ist schon mal viel wert. Geht noch was. Und nochmal. Und noch 1 Stunde 12, okay.
Ach, das ist noch unsicheres Wasser gewesen. Okay. 8 Minuten. Ah, da geht noch mal ein halber Liter. 36 Minuten. Fertig. 29 Minuten, da geht auch noch ein halber Liter. Minuten. Mhm. Fertig. Komm, 1 Minute noch. Jawohl. Den Pott zu mir. Wunderbar hat das geklappt. Und halber Tag rum, so ungefähr, ne? So. Jetzt machen wir hier noch unsere Haken. Das sind immer 3 Stück. Dann machen wir die ja mal. So, erst müssen wir was essen. Erst was essen. Hier hau dir die rein. Warte, hast du. Oh, 6,5 Liter Wasser haben wir zusammengekriegt. Das ist ja sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Dann macht er nochmal Haken. Jawohl. Und jetzt machen wir Schnur. Ein Darm gibt 2 Schnüre. Okay. Dann machen wir nochmal Schnur. Und dann könnten wir Angelzeug machen. Genau, Angelzeug machen. Ach hier. 6 Haken, 4 Schnur, okay. Da können wir ja ein bisschen, ne, basteln. Da muss man ruhig 4 Stück machen. Obwohl, ich glaube, wir werden bestimmt noch welche finden, wenn wir wieder an der Schnellstraße sind an den Anglerhütten. Aber egal. Was wir haben, haben wir. So, 4-mal Angelzeug. Damit können wir schon mal wieder Klamotten nähen. Sehr schön. So. Wir haben überhaupt keinen Anzünder mehr, ne? Gucken wir mal eben. Hier muss ja irgendwo noch eine alte Zeitung rumliegen. Bestimmt. Ich meine, ich hätte hier irgendwo eine Zeitung wie hier. Aber hier war doch irgendwo eine, oder? Ich hier nicht da. Sag ich doch. Sag ich doch. Aktion Zunder. Jawohl. 2-mal Zunder, bitte. Danke, bitte. Danke sehr. Bitte sehr. So, bisschen Holz haben wir noch. Ja. Was soll ich euch erzählen? Wir sind ziemlich weit. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen die Taschen entleeren. Und dann gehen wir noch mal durch das Bergwerk. Gucken noch mal nach ein bisschen Kohle. Na, wir könnten noch mal eben das Messer schleifen, ne? Das könnten wir eigentlich schon mal machen. Einmal. Na, wir haben die Schleifsteine hier. So, Angeln brauchen wir nicht hier. Ich habe es nur gemacht, ne, weil ich es haben wollte. So, das haben wir. So, die Lampe müssen wir nochmal auffüllen. Das Gewehr hat 10 Schuss, das ist okay. Und 92%, das ist auch okay. So, dann nehmen wir einmal das hier rüber. Und machen mal das, guck mal, das Messer ein. 49% nur noch. Unglaublich. Unglaublich. Dann lass uns mal das Messer schleifen. Schärfen, jawohl. Auch das muss sein. Wenn wir schon, ne, Schleifsteine haben. Wo sind wir denn? 55%. Aha.
Oh, 3% macht er immer. Na gut. Na, dann können wir ja noch ein bisschen. Jetzt war er schon 4%, das war 73. Ich glaube, der geht auch noch auf 5 hoch irgendwann. Was denn jetzt? Du musst jetzt nicht hier knurren, Magen. Yep. Sieht ja schon wieder ganz gut aus. 89, der Stein hat noch 45%. Ah, ich denke mal, den werden wir noch so wegwetzen, dass wir den hier lassen können. Das werden wir hinkriegen. 97%, okay, zurück. Dann machen wir uns das Beil auch noch. Wie macht der jetzt? 4%? Da müsste er jetzt bei 90 sein. Jupp. Da können wir noch zweimal. So, der Stein hat noch 15%, also der geht noch dreimal. Das ist auch gut so. So, dann tun wir den wieder rein. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. So, das. Jetzt muss ich mal überlegen, keine Fehler machen. Holz, das nehmen wir. Boah, nehme ich das noch mit? Ja, das kann nicht schaden. Ach so, siehste, wie ich schon sagte, keine Fehler machen. Den Hammer. Ja, den Hammer brauchen wir. Wir müssen noch mal Messer machen. Stoff haben wir. 4. 3 reichen. Hier haben wir noch mal Metall. Das nehmen wir noch mit. Wir haben noch mehr Altmetall. Das können wir einfach zersägen. Wir müssen noch ein bisschen Kohle besorgen. Da gehen wir durch den Bergwerk noch mal. Das heißt, wir müssen noch mal die Lampe füllen. Wo ist denn hier mein Lampenfüll? Ja. Wo ist er denn? Hier war doch der Kanister drin, der große. Hä? Noch ein Gewehr habe ich, toll. Hatte ich nicht noch eine... Noch einen großen Kanister Petroleum? Anscheinend nicht. So. Das nehmen wir mit. Ein Kaffee nehmen wir mit. Achso, das Essen ist ja im anderen Schrank, ne? Hier habe ich ja das Essen reingetan, ne? Ja, genau. Da ist ja noch mehr Wolf. Das hat 99, 99, das hat 90, 89. Und dann nehmen wir mal das 89er mit. Dann lassen wir mal noch 2 Liter Wasser hier. Ach, 2,5. Entschuldigung. So, das sind Klamotten. Das sind Klamotten, die sind alle über. Die haben wir alle an. So. Das sieht ja alles ganz gut aus. Aber was mich irritiert ist, dass ich hier kein Dingens mehr habe. Ich hatte 3,5 Liter oder 3 Liter Petroleum. Oder habe ich was an den Augen? Sehe ich nur nicht.
Habe ich ihn damit gemacht? Oder ist das noch an der Tanke? Kann gar nicht sein, ne? Scheiße. Wenn man seine Gedanken nicht zusammen hat. Echt kacke. Und hier ist er auch nicht drin. Hier ist nur Essen drin. Ich meine, ich hatte eine Pulle gehabt und den großen Kanister. Und dann habe ich die Pulle mitgenommen und den Kanister drin gelassen. Das meine ich. Aber, ne? Man wird schon wieder dunkel, aber das macht nichts. Wir können trotzdem jetzt noch einmal eben schnell da durchlaufen. Durch Dingens. Ne, können wir nicht. Ach, das ist Jua, Leute. Das heißt, morgen geht's weiter. Wir gehen einmal raus und wieder rein zum Abspeichern. Genau so. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wenn der Opa Helmi versucht, hier zu überleben in der Eiswüste. Macht's gut, schönen Abend, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, tschüss.